Kutan Immobilien, wenn es um den professionellen Verkauf oder die Vermietung Ihrer Immobilie geht. Erstklassiger Service, hervorragendes Know-how, Seriosität, Kompetenz und Leistung. Seit fast 30 Jahren für Tausende von Kunden. Meine Nummer 1 in Mannheim, Ludwigshafen, Bad Dürkheim und Frankenthal. Kutan Immobilien. Bei der Betreuung des inzwischen 13-jährigen Deutsch-Irakers, der Ende vergangenen Jahres in Ludwigshafen wahrscheinlich zwei Nagelbomben zünden wollte, kam es zu einer folgenschweren Panne. Bei dem Betreuer des Jungen soll es sich um einen mutmaßlichen Salafisten gehandelt haben. Christian Baldauf sieht das Land in der Pflicht. Das ist für mich eindeutig. Es gibt kein zentrales Register in Deutschland, wo man solche Menschen feststellen kann. Das wird jahrelang schon geblockt von der SPD und dem linken Flügel. Das ist das Problem an sich. Wenn man nicht weiß, wer das ist, ist es auch schwer festzustellen, wenn man ihn heraussucht, welche Gesinnung er hat. Das hätte schon längst alles überprüft sein müssen. Interessanterweise hat das Land diesen Mann überprüft und sehr schnell festgestellt, dass das nicht geht. Aber sie haben nicht im Vorfeld überprüft. Deshalb ist das Land schuld. Die Schuldzuweisung ans Land. Wie hätte sich das Land verhalten sollen? Beziehungsweise, wie sieht das aus? Wie sehen Sie die Kommune in der Pflicht auch? Die direkt den Kontakt zu dieser Person hatte. Die Kommune hat die Aufgabe, diesen Betreuer auch zu finden. Das hat sie über einen freien Träger organisiert. Das ist der völlig normale Weg. Nur das Wissen, um wen es da geht, das kann ja die Kommune nicht haben. Das kann ja auch der freie Träger nicht haben. Sondern das muss über das Land organisiert sein. Und da wäre es die Aufgabe gewesen, über das Landeskriminalamt das direkt herauszufinden. Wenn die Landesregierung sich nicht geweigert hätte, dass es diese zentrale Datei in Deutschland gibt, hätte man es auch sofort festgestellt. Und es ist natürlich, ich kann es nicht anders sagen, ein völliges Versagen auch der Familienministerin in Rheinland-Pfalz, der Frau Spiegel.